Hallo miteinander und willkommen zurück zu Grand Tactician, weil ich schon wieder sagen, Nine Strategic Command heißt das Ganze hier, American Civil War. Wir gucken uns mal, wie das hier aussieht. Ach, das ist echt der Trash, die Enden, wow. Zu weit weg von allem. British, French and Spanish for Seized Customs House of Verdad Cruz. Okay. Red Armies in Mexico occupy the village of Tejera. Okay. Supply Ship kommt durch. Ja, und zwei wurden leider disrupted. Na gut, etwas mehr als beim letzten Mal. Ja, die haben ja da unten, also da im Westen, keine richtigen Supply Points. Okay, River Timberclads bauen wir nicht mehr. Vielleicht zumindest den einen versenken können. Naja, flieht in die Berge. Steht da wahrscheinlich in Bowling Green und wartet auf uns. Okay. Jetzt die Übermenge an Leuten gesehen, hat sich gedacht, oh scheiße, vielleicht sollte ich mich doch drüber zurückziehen. Oh. Also, wir haben jetzt tatsächlich hier auch mal jemanden unten drin. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das war der letzte, das letzte Fort, das nicht abgegradet war. Ach ja, guck mal, da beginnt der Spaß, ja. Also irgendwo geht noch irgendwas ab, aber vor allem sind das alles, glaube ich, Landungen gerade hier. Ja. Das geht. Da hinten. Okay. Und der zerstört einfach mit einem Schlag das vor. Okay. Ja, also ich habe echt keine Ahnung, wie man, woher man die Truppen nehmen soll, um das alles zu verteidigen gleichzeitig. Was du machen kannst, natürlich erheblich weniger in Forschung investieren, ne? Okay. Ja, Mexikaner. Das sollte auch der schon, dass du humiliate at the nation. Okay. Ja, eine Erklärung der Mexikaner. Jetzt beginnt ja quasi die mexikanische Geschichte hier. Hm, okay. So, das war ein echt, glaube ich, der schlimmste Zug, den wir jetzt bisher hatten, ne? Ja. Ist natürlich unglaublich gut, ne? Weil wir jetzt zum Beispiel die Jungs dann hier aufstellen müssen, um Richmond hier zu verteidigen von der Seite.
Ja, dann kann AP Hill erstmal hier quasi runter. Dass wir die Jungs hier hoffentlich irgendwie rausballern können. Ja, die Engineers müssen eigentlich auch da hoch. Ja. Ja, das ist halt genau das, was halt, ja, in den meisten Spielen macht die KI das ja nicht so wirklich. Aber hier ist ja, wie gesagt, die KI hardcore gescriptet, das heißt, ne, dass die hier dann irgendwelche Leute landet. Ja. Bragg steht jetzt schon hier, das ist natürlich jetzt wunderbar, aber der muss sich erstmal durch diese ganzen Sümpfe hier auch durchkämpfen, um darüber zu kommen. Und der braucht natürlich auch Truppen. Okay. Das lohnt sich einfach so überhaupt nicht, ne? Okay, wir reinforcen euch mal hier. Ja, und hier müssen wir natürlich... Also dafür, dass die Rückzugschance der Einheiten viel größer ist jetzt, ziehen sie sich sehr wenig zurück. Jetzt lasse ich ihn hier einfach stehen. So, du kommst hier auch noch hin. Ich wieder Pech gehabt. Er bleibt einfach knallhart stehen weiterhin. Naja, okay. Machen wir es mal hier so irgendwie. Genau, du musst das hier verteidigen. Du machst den hier. Ist das eigentlich eine Kavallerie? Ist das eigentlich eine Kavallerie-Brigade? Ja. Haben wir weiterhin das Problem, dass wir die zwar angreifen können und alles machen können, aber wir kriegen sie halt nicht tot. Jetzt habe ich das gar nicht zurückgeholt hier. Okay, wir brauchen hier mal noch welche. Choctaw. Das ist jetzt vielleicht mal das erste Korps. Eine weitere Division. Wir möchten eigentlich mal irgendwie so einen... So ein Ding bauen wir. Das kann aber auch nur in den Küstengewässern. Wenn man dies, was auf hohe See arbeiten kann. Aber so eine River Ironclad vielleicht nochmal. Aber ich meine, die haben eh bessere Naval Weapons. Eigentlich ist das so eine verlorene Sache irgendwie. Das würde ich noch nicht machen. Weil wir wahrscheinlich wieder für das Auffüllen der Leute noch ein bisschen hier Kapazitäten brauchen werden. So. So, Johnson, bist ja schon fast da hier. Sind noch hier drüben hin. So, die Jungs sehen irgendwie anders aus. Barlow Division, Union. Ja, und das sind Brigaden, das ist klar. Ja, jetzt ist bei uns stehen hier auch immer noch nur Brigaden rum und keine Division. Ah ja. Das wiederum ist eine Division. Er macht Schaden hier. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich doch, ich kann die Position mit dir einnehmen hier.
Machen wir es so. Dann reinforcen wir dich mal hier im Nachgang. Du musst da oben eigentlich weg. Aber ich kann nicht mit 3 Punkten reinforcen. Das sollte hoffentlich reichen. Ja, du kommst mal hier zurück. Ihr seid alle wie so schlecht Supply da oben. Du hast auch eine Attack Range von 2 eigentlich, ja. Da ist auch das ominöse Angriffssymbol. Jetzt guck mal, wie es hier unten läuft. So, hier drauf. So hat das jetzt zumindest sein. Ja, 2 von 4. 2 von seinen Feldspitzen sind weg. Natürlich. Natürlich. So, dann kommen wir hier rüber, ja. Wir müssen jetzt hier nach Osten. Wie sind die hier gelandet, obwohl mein eigenes Schiff hier quasi davor steht? Das macht mich jetzt schon irgendwie ein bisschen... Ja, das ist das eine Mal, wo ich dann 0 Schaden mache. Ja, danke. Danke, Spiel. Ja. Verschwinde hier. Ja, und hier können wir halt nichts machen. Hier können wir halt einfach nichts machen. Können die paar nutzlosen Schiffe, die wir hier unten haben, nach oben schicken? Ich glaube, das war es mehr oder weniger schon fast. Hier diese linke Seite hier noch. Dann war das ein Problem. Supply hier ist sehr dürftig eben. Ja. So, ja, noch mal ein paar Punkte dazu holen. Wir müssen halt das hier irgendwie aufschließen, dass wir hier so eine Linie bilden. Das würde uns hier ein paar Divisionen sparen oder ein paar Leute allgemein einfach sparen. Hat hier halt überall schon Divisionen stehen. Während wir unsere Division halt zum Großteil überall anders aufstellen mussten. So, einmal hier drauf, dann hat er gar kein Entrenchment mehr. Ja, und die rücken dann nächste Runde hier vor. Jetzt wusste ich gar nicht mehr hier. Du kannst tatsächlich ja Fortifications bauen, ne? Dauert nur ein bisschen, ne? Eine Seite. Also müssen zumindest wahrscheinlich so machen. Er hat viel zu wenige von den Jungs, als dass es wirklich was ausmachen würde. 205 Punkte. Ein Armored Train, hä? Ja, ich meine, wieso eigentlich nicht, hä? Alternativ. Ja, komm, war mal in der River Ironclad. Was soll's, ne? Kann nur schlimmer werden. Achso, nee, warte mal. Den äußersten Osten, haben wir den schon gemacht? Euch haben wir gemacht, ne? Ja. Haben wir euch auch gemacht? War das diese Runde? Ja, ich habe die Feinde gefunden. Oh Gott, das wird so ein... unglaublicher Krampf hier werden.
bisher Schaden genommen. Jetzt hol dir mal diese tolle Mine hier. Mal auch hier rüber. Ja, 4. Sie haben ja, glaube ich, wenn sie Supply unter 5 haben, haben sie ja, glaube ich, eine 20% Chance, dass sie Schaden bekommen. Ist also, ja, mal wieder Pech ein bisschen. So. Ja, dann drücken wir uns da mal durch. Ist, ja. Hoffen wir das Beste. Okay. Das war die Landungen, das war doch, glaube ich, der Anaconda-Plan, ne? War das der Anaconda-Plan? Oh, die Vicksburg-Garnison. Ist ja nett. Banditen, die vor uns sind. Was sorgen für Probleme in Kentucky? Das ist halt der ganze Witz. Also eigentlich ist es allein schon dadurch, dass wir Missouri und Kentucky nicht bekommen haben, schon so entschieden, weil das ist so viel Potenzial, was wir eigentlich bräuchten, von denen die anderen eigentlich genug haben. Ja, ich bin nicht gute Dinge hier bei dieser Kampagne. Ich würde ja auch hart lachen, wenn dieses ganz, diese Landung hier, und das eigentlich so eine Decision wäre, wenn, wo du einfach mal ansammelst und das dann automatisch passiert. Nein, jetzt kommen die mit den ganzen Hochseeschiffen hier rein. Wahrscheinlich wäre es einfach vom Anfang an besser gewesen, nach Westen eher einfach mal so die ersten zwei Divisionen da hochzuschicken, weil die einfach stärker sind und mehr Schaden machen und so. Ja, guck dir das mal an, ey. 3 River Ironclads. Wow. Mit Naval Weapons 1. 4 sind es jetzt. Jetzt kommen die hier alle mit diesen komischen anderen Divisionen. Wow. Es ist nicht so geschehen, wenn hier noch mehr der Leute dazu kommen. Augur Division. Ja. Gut. Okay. Oh, mehr Disruption in Kentucky. Okay. Was Japanese Embassy leaves for Europe, okay. Sehr interessant. Was ist, ja, erquickend. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was im Süden da passiert ist. Beziehungsweise wurde uns nichts gezeigt. Eine Brigade und ein Schiff verloren. So. Ja, Cotton Plant is in the west of the Scout, a great opportunity. Federal merchants have proven willing to purchase our cotton for sale in the markets of Boston. Okay.
Touristic Commerce, wir sind dann auch in States. Okay, wir müssen die Kontrolle über Memphis und über Nashville aufrechterhalten, damit wir mit dem Norden Cotton Trade betreiben können. So, Entscheidung. Ja, unsere Kampagne in New Mexico geht weiter Cordan. Jetzt geht's um Verstärkung. Send Major General Earl Van Dorn nach El Paso. Also wir haben da ja schon... Das sind several small units of infantry and cavalry. Ja. Ne, wir schicken Van Dorn nach Arkansas, nicht nach... Wir haben drüben genug Leute. So. Ah, jetzt können wir auch Ironclads bauen, offensichtlich. So. Buford, normale Gunboats, okay. Eine River Timberclad. So. Schicken wir sie hier irgendwo hoch, hä? Ashby Cavalry Division. So, wir brauchen ja hier dringend Kavallerie in Kentucky, deswegen stellen wir euch hier hin. Okay, also. Dann machen wir mal weiter. Ja, das sind diese Typen auch schon hier. Chamberlain, hä? Marines sind das hier. Diese ganze Seiche hier drüben gefällt mir auch überhaupt nicht. Was ist, dass die Jungs hier nicht mal abgegradet sind? Gut. Deswegen haben wir die Forts abgegradet. Der hat 3 nur. Nicht gut genug. Ah, da ist Cairo. Okay, ja, hier ne, selbes Problem wie vorher auch. Feuerkonzentration ist nur sehr bedingt möglich. So. Der Witz ist, wir könnten die hier unten jetzt tatsächlich wegcutten, aber... Die müssen doch hier auch schon ziemlich demoralisiert sein eigentlich. 1-1. Na? Ach, 2. Natürlich 2. Natürlich 2. Ich krieg ja bald Verstärkung. Hier sind ja Leute, ja. Ich glaube, wir die jetzt darüber schicken, weil das ist ja ein ziemliches Stalemate hier hinten. Hier könnten wir, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr bewirken. Und weit kommen wir nicht, aber... Sollten zumindest einen noch nach da schicken. Ja. Wie ist rüber? Ihr kommt hier rüber, werdet ihm hier helfen, den wegzumachen und dann hier auch ein bisschen nach Norden vorzudrücken. Und dann gleich nach hier rüber. Um da zu helfen. Gott, hoffentlich passiert hier nichts Schlimmes hier drüben. Hm.
Ja, Bragg steht immer noch unten ohne Truppen. Auch das ist mir durchaus bewusst. Hätte ich upgraden können? Ich kann Lighthouses im Port bauen. Mach mal. So, hier. Rauf da. So, und jetzt hier. Natürlich, großartig. Den einen kriegen wir weg hier. Wir können unsere Front damit hier schon begradigen. Ein bisschen Zehner, du kannst hier direkt hoch. So. Genau, gehört jetzt alle hier dazu. Jetzt komm schon. Och nee, jetzt macht er wieder nur einen Schaden. Das gibt's doch nicht. Jetzt überlebt er wieder mit 0, oder? Mit einem meine ich. Nee, wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft. So. Okay. Tja, jetzt diese ominöse Sache hier unten, ha? Huh? Gerade erst aufgestellt worden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier wirklich. Ihr habt ja eigentlich. Ihr habt schon auch. Ne? Ihr könnt schon auch kämpfen. Ja, ja. Nicht viel bewegen, aber kämpfen könnt ihr schon. Jetzt mal gucken, ob wir hier zumindest Norfolk zurückholen können. Aber. Das sind alles Marines. Alles Fregatten, ne? Ja. Wir bräuchten mehr dieser Geschütze, weil ich meine, die machen halt keinen Schaden. Die machen halt nur ein bisschen, ne? Was heißt ein bisschen Entrenchment halt weg? Brauchen wir auch, keine Frage, aber dass am Ende dann unser Ziel hier erfüllt, das haben wir dahingestellt, ne? Der wird dann hier gleich. Ja, du musst zurück, du bist fast erledigt hier oben. Zone of Control, huh? So die einzige Rückschlussmöglichkeit hier runter. Eigentlich will ich ja nicht, dass sie das hier erobern. Okay. Ja, dass diese Riesenhorde hier. Superior Guard muss, glaube ich, auch hier weiter nach Westen. Und du musst eigentlich auch irgendwie hier rüber. Mal hier ein paar Leute rum zu swappen. Das gab mir jetzt hier mal bewusst nicht an der Stelle. So. Okay. Dann ist erstmal hier hinten alles erledigt. Der Witz ist, der wird jetzt auch mit dieser einen. Die werden hier jetzt hier rumstehen, ne, in diesen zwei Punkten. Okay. Hier drüben. Ja, da machen wir so nichts mehr. Das passt. Hier,
Euch haben wir auch schon alle gemacht. Ja, dann ganz nach Westen. Ja, dieses lustige Etwas hier. Okay. Der könnte sich dann noch immer bewegen. Dann gehen wir mit ihm hier hin, gehen wir mit ihm dahin. So. Ihr habt ja alle noch. Ach, verdammt, die müssen. Eigentlich müssen wir mal die Upgrades machen. So, wir können uns ja dann hier sogar noch weiter bewegen. Und sie. Dann hätte man doch mal eine Position zum Angreifen. So. Ihr könnt da auch noch hin. So, die Jungs in Fort Worth sind auch da. Jetzt auch hier und werden das noch hier verstärken. Auch wenn es dauern wird. 191. So. Jetzt zwei Cores, habe ich gehört. Ja, eine richtige Ironclad wäre eigentlich auch mal ganz nice, ne? Aber ich weiß nicht. Ja, lieber noch ein Core. Ja. So, ich denke, dann haben wir jetzt, ich habe drei Cores bauen jetzt, das heißt, wir können theoretisch noch eins bauen. Und dann, ja, müssen wir erstmal die nächste Technologiestufe dahingehend erforschen. Ja, wenn wir eine Ironclad hätten, könnten wir natürlich solche Geschichten einfach auflösen. Das wäre das Interessante eigentlich. So, kriegen wir denn vielleicht irgendwie ein paar Divisionen jetzt mal demnächst? Wir haben Februar. Den 4. Oh, da kommt schon das erste Core tatsächlich. Wow. So, hier haben wir, glaube ich, ein U-Boot, oder? Und das ist eine River Ironclad. Unser erster Monitor. Nochmal eine River Timberclad. Karte die Einheiten hier für den Westen. Und nochmal. Ja, doch, da ist die River Ironclad. Und da ist. Das ist ein Core 1, 2, 3. Okay, dann haben wir alle vier Cores jetzt, die wir bauen können. Zumindest kommt einiges an Truppen rein. Ach Gott, geht das mal an. Ja, dadurch, dass die halt hier, ne, oh, wow. Stimmt, wir haben jetzt alle unsere Shits wieder. Wir können die alle hier mal einsetzen. Was natürlich sehr günstig sein wird für uns, eine Runde lang. Ja, ich befürchte, dass wir jetzt hier oben wieder ziemlich krasse Verluste haben werden, leider. Die Cores müssen halt, die haben hier so viele Divisionen jetzt stehen. Die Cores werden auch hier hin müssen, wenn man ehrlich ist. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Thorn.